Die Angst vor Fehlern in sie hineingekommen ist, die hat nichts mit angeboren zu tun. Ein Trainerkollege macht manchmal ein Experiment in Sälen, so diese Größenordnung. Und dann sagt er, er braucht zwei Freiwillige, einen Herrn, eine Dame. Und dann dauert's lange. Jeder hofft, dass er nicht in seine Richtung guckt. Die Leute ducken sich zusammen und putzen sich die Nase und so weiter. Und endlich haben wir dann einen Herrn und eine Dame da. Da hat er zwei Stühle, dann dürfen sie sich kurz hinsetzen. Und dann sagt er, gut, mehr brauche ich nicht, war wunderbar, vielen Dank, großer Applaus. Und dann setzen sie sich ganz erleichtert wieder hin. Und dann sagt er, meine Damen und Herren, was haben Sie jetzt befürchtet? Welche Angst hatten Sie, dass jemand sagen könnte, komm doch mal rauf. Nur hierher gehen, sich hinsetzen. Haben wir panische Ängste, warum? Weil wir solche Angst haben, einen Fehler zu machen. Hier sitzen Leute, die kennen Sie nicht mal. Und haben Sie Angst, einen Fehler zu machen, das ist nicht angeboren. Das ist erworben, das ist ein Virus in unserem Geist. Ein Meme, kein Gen.